Es folgt der bereits letzte Part der letzten Welt, die ich auf der Platte habe. Das heißt, ihr seid wieder gefragt. Schickt mir eure Welten oder Servervorschläge, wie ihr mir eine Welt schickt. Das habe ich mal in so einem kleinen Tutorial erklärt. Den Link zu diesem Video packe ich einfach mal hier unten in die Videobeschreibung. Mit den Servern habe ich schon mehrmals gesagt, wäre es ganz gut, wenn euch der Server gehören würde, ihr dort Admin seid und euch dort gut auskennt. Denn es wäre ganz gut, wenn ihr mir so eine Art kleine Führung geben könntet, um mir auf diesem Server das Wichtigste oder eben auch Beste zu zeigen. Bei Interesse einfach mal bei YouTube einschreiben. So, das Natural World, das ist dann, ich sag mal, pausiert, solange bis ich wieder eine Welt habe, die mir gefällt. Denn ich kann ja schlecht weitermachen, wenn ich keine Welt habe. Ist ja irgendwie ganz logisch, ne? Also, würde mich freuen, wenn da noch weitere Welten kommen, denn dass das Projekt zu Ende ist, das möchte ich eigentlich nicht, da es mir eigentlich auch gefällt. Vielen Dank schon mal an die, die mir bis jetzt ihre Welten geschickt haben. Es sind ja jetzt bereits 18 Welten und fast schon 50 Folgen. Das ist schon eine ganze Menge, muss ich feststellen. War nicht, oder alle Welten haben mir, irgendwas an den Welten hat mir immer gut gefallen. Es war keine Welt dabei, die ich wirklich sehr schlecht fand. Also, ja, höre ich jetzt auf mit dem Geplapper. Ihr seht jetzt den Part und viel Spaß dabei. Tschö! Ganz herzlich willkommen zurück zum Let's Show Your World. Und zu meinen Rummelabenteuern. Von Kotzen bis zur Aufzählung der Freizeitparks, in denen ich schon war, ist alles dabei. Feuchtfröhliches Abenteuer hier. Und ich habe gerade die Orientierung verloren. Jetzt sind wir hier bei der Anfangsstadt wieder. Muss ich erstmal kurz gucken. Waren wir da? Ja. Waren wir hier? Ich glaube nicht. Nee, hier ist Schluss. Ah! Orientierungsprobleme. Aber eins fehlt noch, das weiß ich noch. Also das wird dann hier wahrscheinlich der letzte Part, es sei denn, mich überrascht hier noch mehr, was ich anfangs nicht gesehen habe. Denn hier ist noch eine Bergfestung. Berggemäuer. Ja, irgendwie sowas. Übrigens, die Welt von Knuspertoast LP, der Link zu seinem Kanal. Unten in der Beschreibung, der Download-Link leider nicht. Das wollte er nicht und, ja, das, akzeptiere ich dann natürlich auch, ne? Ist ja eure Welt. Ich zeige sie bloß. Hier haben wir die Wache. Eine Wache, 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 Wache. Also wirklich aufgebaut wie so ein kleines Rollenspiel. So Minecraft mit Quests oder sowas. Viele sagen ja, oder haben sich gefreut oder auch aufgeregt darüber, dass Minecraft immer mehr wie so ein RPG wird. Ich muss sagen, ich finde das gut. Also also es gab einige, habe ich gehört, die hatten Probleme damit mit den Erfahrungspunkten, dass man seine Waffen aufwerten konnte oder so. Aber warum soll man ein Spiel nicht ausbauen? Ich meine, ich finde das doch gut und man wird ja nicht dazu gezwungen, seine Sachen zu verzaubern und die EP kann man auch ignorieren, ne? Genauso mit den Tränken. Tränke finde ich ein bisschen kompliziert alles. Da blicke ich wirklich nicht so durch. Und jetzt bin ich hier irgendwie. Egal. Hä? Wo komme ich denn jetzt her? Hier sollte man eigentlich rauskommen. Komme ich da raus? Nein. Ich bin irgendwie von da oben gekommen. Ja. Wo war ich jetzt? Ach ja, beim RPG. Bei Minecraft. Aber ich würde es auch cool finden. Wäre das so. Wäre da mal was, oder? Zumindest so als kleines Extra, so mit Quests oder so. Aber gut, was soll man bei Minecraft für Quests machen? Ne? Töte die Zombies. Hole dies und das. Also halt das übliche. Bogentraining. Kampfbereich. Kämpfe gegen die Steine. Hau mit der bloßen Faust gegen diesen Stein. Nahkampftraining. Ich kann doch keinen Kürbis schlagen. Ich bin doch kein Unmensch. Bam. Gut. Das sieht auch gut aus. Also, ich will. Das klingt jetzt etwas falsch, aber hier ist sehr viel Liebe reingesteckt. Ein äußerst zweideutiger Satz. Aber ich weiß ja, dass ihr niemals irgendwie zweideutig denkt. Das weiß ich doch. Ist da was hinter? Nein, ich glaube mal, das Bild hier ist eh keiner da. Forever alone! Ich hole mir jetzt Freunde. Jeden Moment hole ich mir Freunde. Gleich. Ich muss sie erst suchen. Da sind sie. Los, Pikachu! Gott, bist du hässlich! So. Jetzt habe ich schon ein paar Freunde.
mein Gott, wie sie alle einfach in das Haus stürzen. Ach, ist ja cool, weil es bestimmt, weil es Nacht ist. Ich gehe mal davon aus. Ah, das ist ja cool, wusste ich so noch gar nicht. Hier waren wir eben schon, oder? Nee, doch, vielleicht. Eventuell? Lasst mich mal durch. Ob die Eisentür auch aufbrechen, wenn ich da eine hinmache? Unbefugte haben keinen Zutritt. Also wer beachtet da bitte schön so ein Schild? Also ich meine, beachtet habe ich es ja, aber mich dran halten? Niemals. Mein Card. Kein Gras. Das Gras kann mich garantiert nicht über die Schienen hier befördern. Da. Hoi! What the fuck, was war denn das? Wollen wir da jetzt hin? Ich hoffe mal. Jo. Ach, eine Mine. Oh, wie. Also, ich finde die Welt super. Ich mache ja eben mal so ein Schlussfazit da nochmal, aber ich muss sagen, erstmal ist die riesig. Die ist schön groß. Kann sich viel anschauen und es sieht auch noch gut aus. Und es hat eine Inneneinrichtung, ja. Was haben wir hier? Die Katakomben. Die Minen von Moria. Ich meine, sind eher Zwerge, ne? Also das passt auch. Und eigentlich mag ich auch dieses etwas dunklere Licht der Redstone-Fackeln. Sieht nur immer doof aus, wenn da so eine Redstone-Fackel hängt irgendwie, weil das die Atmosphäre immer dann nicht zerstört, aber die Redstone-Fackel an sich, das Aussehen der Redstone-Fackel, passt dann immer nicht ganz so. Was haben wir hier? Oh, sehr cool. Oha. Ja, ich habe erst gedacht, das ist ein Käfig oder so. Aber ich dachte so ein bisschen irgendwie an Star Wars Episode. Oh Gott. Hau mir einen Stein an den Kopf. 4. Ne, 4 nicht. 5. 6. Ich glaube 6. wo man hier. Oh Gott. Jetzt blamier ich mich bestimmt total. Jabba the Hutt. Genau. Als man bei dem ist, da wird doch hier diese Prinzessin Leia und Luke werden doch dann da runtergeschmissen. Da sitzt doch der da so fett ist seine Träubchen da und lässt sich betanzen von schönen Weibern. Mehr oder weniger. Und der schickt die dann da runter und dann ist da dieser Rancor. Heißt der Rancor? Ich glaube schon Rancor, dieses riesige Vieh, gegen das die kämpfen müssen. Und ich weiche vom Thema ab. Vorsicht, Sprengungen, Explosionen kann unangenehme Nebenwirkungen haben. Also mal so ein Arm oder Bein weniger, aber pff, wen stört das? Ne? Huch. Oh! Muss widerstehen. Druck ist zu groß, verdammt. Oh, das geht nicht. Oh, das funktioniert ja nicht. So ein Scheiß. Lauf. Das geht nicht. Also wenn man schon Redstone vor sich sieht und dann TNT, dann wer kann da widerstehen? Da kann keiner widerstehen. Scheiße, ich muss ein bisschen beeilen hier. Ich dachte, ich schaffe das jetzt noch in einem weiteren Part, aber diese Map steckt voller Überraschungen. Haben wir hier noch was? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Auch schön, dass er Holz hier so an der Seite gemacht hat. Also, ich lasse mich jetzt hier einfach mal in der Mitte runterfallen. Und hier sogar eine Weizenfarm. Ein Bauer. Na gut, die Zwerge leben eben im Berg, ne? Die müssen sich ja auch irgendwie ernähren. Und da legen sie sich eben eine unterirdische Farm an. Ist die Frage, ob das so klappen würde, wegen dem Licht, das nicht vorhanden ist. Aber dafür gibt es ja Fackeln. Ich hoffe, dass. Oder ich glaube, das war's dann auch. Ja, hier sind wieder diese Katakomben-ähnlichen Gänge. Und ich denke, wir können wieder hoch. Diesmal fliege ich aber mal den etwas bequemeren Weg. Schnelleren Weg. So, da sind sie auch wieder rausgekommen. Erblicken das Tageslicht. Und das war es immer noch nicht hier. Hier haben wir noch den Hofschmied Arian. Mit Frau.
Ein Schwein? Wo kam dieses Schwein her? Ehrwürdiger König Dorian. Oh. War ziemlich eng hier, ne? Waren die anderen Römer auch so klein? Ne. Also dieser ehrwürdige König ist entweder ein kleinwüchsiger Mensch. Okay, ist ein Zwerg. Ist die Frage, ob es nicht kleinwüchsige Zwerge gibt? Oder gibt es, auch so eine Frage, gibt es vielleicht kleinwüchsige Zwerge? Also unter den Zwergen nochmal kleinwüchsige, ob es sowas gibt? Wer weiß, ich meine, es gibt auch kleine Menschen. Was hat das jetzt damit zu tun? Oh! Ja! So viel sinnloses Zeug hier. Ich hoffe, ihr hört mir schon nicht mehr zu. Was schauen wir hier noch? Den Markt. Beranius. Oh. Soll ich Angst bekommen? Der Markt gehört einem Schwein. Oh, das ist immer doof. Schweine lassen immer so schwer mit sich verhandeln. Ey, das ist immer... Die sind immer ziemlich hartnäckig. Und die wollen immer verdammt viel Geld haben. Pyrotechniker. Der Pyrotechniker unter den Zwergen. Hier haben wir noch den Steinmetz. Was ist das für ein Stein? Was bist du denn? Du bist, ja, was bist du? Gute Frage. Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Ich sehe den hier gar nicht, diese Art von Stein. Block of Iron ist es doch auch nicht, oder? Nee. Hm, seltsam. Äußerst seltsam. Ey, wer hat hier dieses Loch reingerammt? Ey, der kriegt Prügel von mir. Aber echt, du warst das, ne? Gib es zu. Los. Angriff. Angriff. Ah! Ich paddel dir eine. So. Was haben wir hier? Auf der Seerose sicher gelandet. Zum Karonikon. Aha. Castemates. Hm, was ist das hier? Sehr schön. Ist hier was? Oh, das ist ja ganz geheimnisvoll hier. What the fuck? Wow, hab ich mich eben erschrocken. Ich wollte eigentlich die Fackel setzen, auf einmal hatte ich diesen Pokéball in der Hand. Holy shit. Haben wir noch ein bisschen Feuer? Hm. Hier leben die bösen Jungs, oder was? Im tiefsten Loch hier. Ach, hier kann man von ganz oben ganz runter gucken. Ah. Wo bin ich? Ey, hier ist ja echt noch mehr. Oh, was ist das denn? Der Part ist schon wieder zu Ende. Warte mal, jetzt muss ich erstmal ganz kurz schauen, woher wir jetzt eben kamen. Von da kamen wir. Warte mal, das zeige ich jetzt nochmal eben. Ich überfliege es nochmal. Hier ist ja nicht ganz so viel. Hoffe ich. Oh, das böse Etwas. In Gedenken an meine ersten 60 Abonnenten. Ah. Knuspertoast, sag danke. Oh. Auch nicht schlecht. Gut. Oh, das Schaf brennt. Jetzt ist es tot. Ach, habe ich euch schon die Story mit dem brennenden Schaf und meinem Wald in Minecraft, auf meiner ersten Minecraft-Welt erzählt? Dass ich dann ein Schaf anbrennen wollte? Das hat nicht geklappt. Dann habe ich das Feuer vors Schaf gemacht. Das Schaf, das hat angefangen zu brennen, ist in einen Baum gelaufen und mir ist der halbe Wald abgebrannt. Ich hatte Depressionen. Echt, also ich konnte nachts nicht mehr einschlafen.
lass es das gewesen sein. Also nicht, dass ich unbedingt weg will von der Welt, aber weil ich erstmal schon so viel habe jetzt. Das ist, glaube ich, schon Part 4 hier, ne? Aber ich glaube, das war's. Gut, dann verabschiede ich mich einfach mal von diesem Turm hier. So, kurzes Fazit zur Welt. Guter Knuspertoast-LP. Du hast dir echt viel Mühe gegeben. Ja, mit diesem Liebe und Reitstecken, das hatten wir jetzt schon. Also, sehr schön die Map. Ich habe im ersten oder zweiten Part gesagt, dass die Häuser gut aussehen. Ich verbessere mich. Alles in allem ist die Map wirklich sehr gut. Sowohl von außen als auch von innen. Mir gefällt das mit den Schildern, dass du denen allen Namen gegeben hast und dir auch Mühe gegeben hast, hier mit den Berufe zu geben und dir wirklich ein bisschen oder Gedanken dazu gemacht hast. Die Welt ist riesig, was riesig ist nun vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Sie ist groß, es ist viel zu sehen. Mir gefällt das mit den einzelnen Völkern oder Abschnitten hier mit diesem Bergdorf, mit dieser Stadt am Anfang, hier dem Wüstenvolk. Dann hatten wir diese Buschmänner da, das Buschvolk. Und dann diese Wolkenstadt, also echt verdammt viel, was auch noch gut aussieht dazu. Sehr gut. Sehr gute Ideen dabei. Hier ist ein bisschen nackig. Ja, der Tempel des Bösen hier. Die Sonne geht unter. Dramatische Musik, was hört man, was haben wir hier? Wir hören gerade das Prelude in C. Und dahinter steht BMV 846. Ja, wisst ihr Bescheid, wa? Na du Huhn. Okay, so dann möchte ich noch ganz kurz sagen, mir gehen die Welten aus. Man wird es nicht glauben, aber langsam, also ich habe jetzt, glaube ich, nur noch eine Welt, ja. Also, wäre nett, wenn ihr mir wieder Welten schenken würdet, wenn ihr noch eine habt. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich habe gesagt, das Let's Show Your World, das mache ich dann, wenn ich eine Welt habe. Und wenn ich keine Welt habe, dann kann ich es erstens gar nicht zeigen und dann lasse ich es dann auch, ist nicht so schlimm. Und wenn ich dann wieder eine bekomme, dann kommt eben wieder eins. Ist ja ganz logisch, ne? Ansonsten nehme ich auch wie eh und je auch gerne Server entgegen, sofern ihr Admin seid, euch der Server gehört, oder ihr den Admin kennt und euch dort auf dem Server sehr gut auskennt. Vielen Dank an Knuspertoast.ap für das Map, für die Welt hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Show Your World oder bei einem anderen Video wieder. Bis dann. Tschüss.